Zeug, nachdem er meine Hände so trocken. Andre? Später. Ministerium. Guten Tag, Herr Rektor. Jetzt wird's also spannend, nicht wahr? Spannend ist es immer ums Abitur. Und da sind die Abi-Aufgaben? Genau. Dann bitteschön. Oh, das Mathe-Abi wird aber besonders schwer. Wie jedes Jahr. Jetzt brauche ich noch eine Unterschrift von Ihnen. Gerne. Genau, hier vor. Jawohl. Bitte schön. Perfekt, danke. Du musst das nicht tun, gell? Lass es lieber, ist eine richtig dumme Idee. Ich weiß, aber es geht nicht anders. Wir kaufen ihm sicherlich kein Auto, solange seine Noten nicht besser werden. Das ist doch... Nein, wir haben ihm genau gesagt, was wir von ihm erwarten. Seine Noten sind gut genug, reg dich nicht so auf. Weißt du, was man für ein Medizinstudium braucht? Den NC schafft er so nie. Er wird die Praxis schon übernehmen, mach dir da nicht so viele Sorgen. Ich hoffe es. Richtig eingestellt sein. Na dann kommt jetzt der spannende Moment.
Jetzt müsste sich der Zeiger bewegen. Bitte, bitte, bitte. Ah, passiert nichts. Wo liegt jetzt dieser Fehler hier? Doch alle Kabel richtig eingesteckt. Ah, ich sehe schon, das wird heute nichts mehr. Da muss ich wohl den Meister Lindkamp fragen, ob der da irgendwie eine Idee hat. Aber blöd, jetzt fährt er heute gerade seine Tour de France-Etappe ab. Ja, da muss ich wohl bis morgen warten. Naja, geh mal ins Lehrerzimmer und trink einen Kaffee, was soll's. Maske. Oh, was ist hier vorne? Hey, Ralf, was ist mit dir los? Im Unterricht oder AG oder sowas? Ich bin auf der Suche nach einer Krankmeldung von mir. Nach einer Krankmeldung, okay. Weil da müssen wir ja eigentlich unsere beiden Sekretärinnen, unsere beiden Peters, ja, genau. Peters fragen. Die sind gerade nicht da und deshalb suche ich sie. Also haben deswegen von der Krankmeldung gesucht, weil da was falsch drauf war. Okay. Ja, aber scheint mir jetzt ein bisschen komisch. Was hast du jetzt hier? Ah, das sieht aber alles andere als nach einer Krankmeldung aus. Ich glaube, da wird gerade ein Audi abgeschleppt. Was? Mein Audi wird abgeschleppt? Das kann aber jetzt nicht sein. Wartebausch, immer wieder spaßig. So, das wird den Schülern noch gefallen morgen. Schauen wir doch mal. Oh, ja. Oh, was ist das? Oh. Irgendwo muss er doch jetzt sein. Komm raus, ich habe dich gesehen. Ach, hallo Steffen. Hast du zufällig irgendwie gerade einen Schüler hier rumlaufen sehen? Ein Schüler? Das wäre komisch, dass er dich ja sonst gemerkt, oder? Oh.
Aha, erwischt. So, komm, gib mir mal bitte dein Handy. Das habe ich vorhin schon in Chemie verloren. Ach komm, keine Spielchen jetzt. Komm, gib mir dein Handy, ich will es jetzt sofort sehen. Okay. Weil jetzt gehen wir hin und löschen mal diese Bilder, die ich da vorher gesehen habe. Oh, deine Freundin? Also alle Bilder sind gelöscht. Und jetzt, was soll denn dieser ganze Scheiß überhaupt? Das, du kannst doch auch ohne. Ich war einfach unter Druck, ich habe keinen Ausweg gesehen, also... Also, jetzt machen wir es so, wir vergessen das Ganze. Wir haben nichts gesehen, nichts gehört. Und dann in Zukunft bitte ohne irgendwelche illegalen Tricks. Okay. Ich weiß. Was sagt man so zur aktuellen Situation? Zu viel Treppenstufen, zu viel Treppenstufen. Ja. Alles gut, alles gut. Und da sind die Abi-Aufgaben. Oh, was ist da? Oh! Moin Leute, ich bin Bruno, der Kameramann. Jo, was geht ab? Heute hier am Dreh von Abifilm 2020. Junge, wir sehen uns an der Spitze. Was läuft da auch nicht, hä? Schauspieler, sagt man dazu, ein paar Shots für die Outtakes. Schon anstrengend. Ja. Das geht ziemlich an die Nerven. Jetzt alle leise. Marco ist auch am Start, Marco ist unser Stürmer. Marco geht voll rein. Ja, Mann. Und Paul, das war ein eindeutiges Paul.